Hallo Leute, herzlich willkommen zu Technik for Fun und heute seht ihr, wie man sich so eine schöne Betonlampe selber bauen kann. Ja, was brauchen wir dazu? Erstmal hier so einen ganz normalen Plastikblumentopf, eine Fassung E27. Edison Bulb dazu, das ist jetzt hier nur eine normale Glühlampe, weil die Edison Bulb leider immer noch nicht da ist. Etwas Kabel, einen Schalter für das Kabel, der aber leider auch noch nicht da ist. Das ist hier dieser ganz normale Zement, wie ihr jetzt hier gerade sehen könnt. Also fangen wir jetzt mal hier mit dieser Fassung an, wo ich diese wunderschöne Zugentlastung gerade abgebrochen habe. Zugentlastung werden ja hier immer überbewertet. Oder auch nicht. Also, zack, machen wir die mal auf. Zack. Ah, Verkleber geklemmt. Oh, auf. Geht doch. Na, schau mal, da guckt der Rest der Zugentlastung. Ah, no way. Fuck! Ja! Es hat geklappt. Schlechte Nachricht, ich habe keine ADN-Hülsen mehr. Das heißt, das Ganze muss jetzt einfach verlötet werden. So, dann kommt das Ganze ja hier so rein. Ich weiß nicht, auf welche Länge macht man denn normalerweise einen Schalter? Ja, das sollte gehen. Machen wir mal einfach zu. Jetzt ist es abgeschnitten. Beton wegen den blöden Löchern. Ist jetzt auch nicht unbedingt optimal. Eine Ewigkeit später. So schaut das Ganze jetzt wunderhässlich aus. Und zwar muss die Fassung ja jetzt hier auch noch irgendwie rein. Die ganze Glühbirne und die Fassung sind jetzt hier mit ganz viel Draht und Heißkleber verklebt. Sitzt jetzt hier schön mittig. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt, weil zwischendurch einfach mal wieder die Kamera abgekackt ist, weil die Speicherkarte voll war. So, jetzt kommt der Beton hier rein.
Drei Tage später. So schaut das Ganze jetzt hier aus. Also der Beton ist jetzt fertig und trocken. Das ganze Betonteil ist ja jetzt fertig. Das heißt, jetzt kommt es wieder an die Verkabelung. Die Schalter sind jetzt auch endlich gekommen. Du willst mir helfen. Ja, was? Ja, die ist schön, ne? Ja, die ist schön. Spielen. Ja. Eigentlich will ich doch ein Video aufnehmen. Ah, Hund. Ja, ich nehme ein Video auf. Den Schalter da, die beiden jeweiligen Kontakte, und da kommen die dann auch einfach direkt dran, und das sind die Zugentlastungen. Auch da. Das ist jetzt so eine Edison Bulb nachgemacht als LED. Hat 4 Watt, also entsprechend 33 Watt. Und so schaut sie aus. Die ist ja jetzt auch einiges größer im Vergleich zu jetzt einer ganz normalen Glühbirne. So, das war's für heute auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wie man diese schöne Lampe hier baut. Falls euch das Video gefallen hat, bitte liken. Hat es dir gefallen? Ja. Yeah.